Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Und jetzt, was soll ich tun? Das ist eine allgemeine Orakel. Bevor ich starte, möchte ich die Neuigkeiten verkünden. Ich habe eine neue Legung und diese neue Legung heißt, werden wir ein Paar? Und diese neue Legung erscheint in meinem anderen Kanal und dieser Kanal heißt Orientalisches Liebesorakel. Und jetzt zu dieser Frage, ja, was soll ich tun? Was ist die Situation? Das zeigt hier diese Karte. Ihr habt Erwartungen. Ihr wünscht, dass er zurückkehrt. Ihr wünscht, dass er etwas in Bewegung kommt. Ihr wünscht, dass er sich meldet oder euch besucht. Ihr habt momentan diese Erwartungen. Aber weil er noch gar nicht da ist, stellt er diese Frage, was soll ich jetzt tun? Erstmal überprüfen wir, was hat er vor, seine Schritte. Er ist sehr überlegend. Er weiß auch, was er will und trifft klare Entscheidungen. Er beherrscht auch seine Situation. Kann auch bedeuten, er will jetzt Macht zeigen und Stärke. Aber ihr könnt sicher sein, er kommt, er meldet sich. Oh, was soll ich tun? Was soll euren Plan sein, eine Art Strategie? Was sollt ihr tun? Mond zeigt die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume, die Fantasie. Also bleibt in diesem Traum, in diesem Wunsch, aber macht ihr keinen Schritt auf ihn zu, sondern empfängt ihn. Das ist das Beste, was ihr machen sollt, ohne Zweifel, ohne Angst, sondern glaubt an euren Traum. Wann kommt etwas in Bewegung? Was passiert? Dieses Bild zeigt eure Haltung. Ihr spürt, es kommt was. Ist auch die Feuerelement. Und Feuerelement zeigt hier Bewegung, Begeisterung. Aber ihr wollt gar nicht in diese Richtung schauen, weil ihr schaut weg und hält etwas fest. Was ist das, was ihr festhält? Erinnerungen, Angst oder Zweifel, ihr sollt nur die Richtung ändern und die Richtung wäre diese Fenster und da ist die Licht und das zeigt auch die Feuerelement, was diese Karte auch symbolisiert, die Bewegung, die Leidenschaft und die Begeisterung. Also hier loslassen, diese Angst oder Zweifel, damit alles im Schwung kommen kann. Ich habe noch eine zusätzliche Karte und zeigt die Ergebnis oder gibt euch eine sehr wichtige Information. Und diese Information heißt, wenn ihr etwas festhält oder Angst habt. Ich möchte die Gesicht, die Dame nicht ganz verdecken. Also, wenn ihr etwas festhält oder habt ihr Angst, dann stoßt in euren Grenzen
Und das bedeutet, das blockiert die Bewegung, dass das alles im Fluss kommt. Und hier habt ihr eine Lernaufgabe oder eine neue Erkenntnis. Lasst alles zu, was euch auch begeistert und lauft nicht davon. Dann kommt alles in Bewegung. Und das war diese allgemeine Legung. Selbstverständlich könnt ihr diese Legung auch buchen. Dann ist es maßgeschnitten und passt genau auf eure Situation. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung und jetzt, was soll ich tun? 10 Euro, entweder als Videoberatung oder als WhatsApp-Beratung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zum Sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.